Am Anfang waren noch so viele, ja, du bist doch so viel gefahren. Und dann, ich bin die erste Reise, habe ich gefühlt gar nichts gemacht, bin nirgendwo gewesen. Also ich bin viel erlebt, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe. Aber Kilometer, ich weiß nicht, ich habe 20 Euro von einem Bauernhof bekommen und dann muss ich damit erst so wieder klarkommen. So, und das ist nicht, dass ich dann sage, ich fahre mal jeden Tag 400 Kilometer, natürlich nicht. Aber ich war so dumm und habe in Chile und Argentinien mein Zelt in die Dornen gestellt und dann war da ein Loch drin. Und als ich jetzt in Thailand war, sind mir so viele Spinnen reingekrabbelt. Das fand ich so widerlich, dass ich mir eine Hängematte geholt habe mit Netz, dass ich halt einfach tierfrei bleibe. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Format als Wonderland interviewt. Ich habe in den letzten Monaten und ja, eigentlich seit Beginn meiner Reise immer mal wieder ein paar Leute interviewt und bin noch gar nicht dazu gekommen, das irgendwie zu veröffentlichen. Ich finde, das wird allerhöchste Zeit und denke, wir fangen einfach mal an mit dem tollen, sehr kurzen, aber doch ganz coolen Interview mit Ann-Kathrin. Affe auf Bike, die meisten kennen sie. Die habe ich letztes Jahr unter anderem auf der Motorräder Dortmund Messe getroffen und habe sie mir da einfach mal ganz kurz vor die Kamera gezogen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem kurzen Interview und ja, freue mich auch auf die nächsten spannenden Sachen. Jetzt hören wir aber erstmal da rein. Viel Spaß. So, haben wir ein bisschen das Bike drauf und so, ist ganz geil. Ganz simpel. Ich bin froh, dass es klappt, hier in der Menschenmenge dich mal so zu erwischen, dass wir mal kurz quatschen können. Ich bin ja so ein bisschen inspiriert worden von dir, auch durch dein Buch, habe das gelesen, fand das sehr, sehr beeindruckend und dachte mir immer, okay, wenn die das mit 19 hinbekommt, dann schaffe ich das 10 Jahre älter, soll ich das auch hinkriegen irgendwie. Das ist so cool. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich fand das sehr beeindruckend, wie du am Anfang losgefahren bist. So ohne Geld eigentlich, ich glaube 400 Euro hast du dabei gehabt. Ja. Ich glaube, ich habe 100 Euro mehr dabei gehabt. Mein Motorrad war ein bisschen besser ausgerüstet schon und sowas. Da brauchte ich mir weniger Sorgen machen. Ja. Aber dieser Schritt, diese ersten Tage, wie war das für dich? Die ersten Tage waren krass. Also wenn ich das mit heute vergleiche, heute, keine Ahnung, fahre ich durch die Gegend. Ich bin komplett entspannt, auch wenn ich keinen Schlafplatz habe. Aber die ersten Tage, da habe ich tatsächlich voll viel geflennt, weil ich einfach übelste Angst hatte, vergewaltigt oder erstochen zu werden. Mittlerweile aber gar nicht mehr. Aber die ersten Tage, die waren rough, weil ich mich erstmal einleben musste und ja auch diesen Halt der Sicherheit zu Hause einfach total verloren habe. Ja. Wie war es bei dir? Tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ja, also ich bin losgefahren am ersten Tag. Ich wusste, wo ich die erste Nacht verbringe. Da hatte mich die Tammy eingeladen, bei der du auch schon mal übernachtet hast tatsächlich. Ja, die ist auch voll, die ist so süß. Ist total cool. Die fährt jetzt Ende des Monats nach Australien tatsächlich. Echt? Und reist da für vermutlich fast ein Jahr. Wow, mal schauen. Cool. Richtig cool. Ja. Ich habe sie ja auf Gran Canaria wieder getroffen. Mhm. Da war sie über Weihnachten, Silvester. Ja, voll Wir konnten schön. Ein bisschen Motorrad fahren. Das war sehr, sehr spannend. Ja. Ich habe dir ja auch ein Bild geschickt von Lanzarote, als ich da gerade an der Fähre war. Und ah, das ist so cool. Es ist auch voll schön, wenn man so sieht, dass jüngere Leute reisen gehen. Oder auch Tammy habe ich, glaube ich, in Italien gesehen. Und sie hatte ihre Katze mit, als sie von Griechenland gekommen ist. Und sowas ist immer schön irgendwie. Ja, diese Katzenstorys, ist immer wieder witzig. Also, ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Du bist ja sehr kreuz und quer am Anfang gefahren. Ja. Ganz planlos und ich habe mir das dann auch so vorgenommen, ich navigiere nicht groß, ich will das gar nicht, ich will das so auf mich zukommen lassen. Für mich war es trotzdem, weil ich im Januar gestartet bin, das erste Ziel, okay, schnellstmöglich Richtung Süden zu kommen, ins Warme, raus aus dem Schnee. Und bin sehr straight gerade runtergefahren, habe da sehr mit mir gekämpft. Ja. War das für dich dadurch, dass du so vielen Orte und vielen Eindrücke, hattest du da so ein bisschen mit zu kämpfen? Also für mich war das so geradeaus fahren und ich habe sehr mit mir gekämpft, mit den Emotionen gekämpft und so. Geht so. Tatsächlich gar nicht so doll. Also es war jetzt nicht, als ich schon auf meiner Reise war und das auch ein bisschen länger gelebt habe, war es nicht so, dass es mich irgendwie krass emotional, weiß ich nicht,
berührt hat, als ich lange Strecken hingelegt habe oder so. Was tatsächlich immer mal wieder ist, wenn es so um die 1000 Kilometer an einem Tag geht, dann ist einfach der nächste Tag komplett im Arsch, weil man einfach Rückenschmerzen hat, man ist richtig fertig. Und gerade zum Beispiel bin ich zum Nordkap jetzt wieder hochgefahren, es ist Winter, es ist kalt und du bist einfach im Arsch so. Und dementsprechend ja, schon Emotionen, aber eigentlich eher aus Schlappheit irgendwann. Ja. Das kenne ich auch. Also so 1000 Kilometer versuche ich immer zu vermeiden. Ja. Ich bin auch mit der Filmerei und so weiter, Fotos machen. Oft schaffe ich am Tag nicht mehr als 150 Kilometer. Wie ist das bei dir? Ja, also ich fahre auch gerne mal 400, 500, 600. Gemütlich finde ich aber auch so 150 Kilometer am Tag, dann bin ich schön am Fahren, kann noch Leute kennenlernen, mit denen gemeinsam, weiß ich nicht, man macht ja verschiedene Sachen, man lernt die kennen, man geht auf einmal auf eine Party oder man arbeitet plötzlich auf dem Bauernhof und da geht natürlich die Zeit verloren, wenn man wirklich sagt, man ist 600 Kilometer am Tag nur auf dem Motorrad, dann hat man dafür weniger Zeit, deswegen finde ich das geil, so 150 Kilometer am Tag, den Rest einfach genießen, aber ich mache das auch mal, wenn ich einfach denke, ey, jetzt habe ich Bock, einfach nur zu fahren, dass ich wirklich auch mehr Kilometer hinlege. Aber auch erst mittlerweile, damals ging das geldtechnisch auch gar nicht. Am Anfang waren noch so viele, ja, du bist doch so viel gefahren. Und ich bin die erste Reise, habe ich gefühlt gar nichts gemacht, bin nirgendwo gewesen. Also ich bin viel erlebt, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe. Aber Kilometer, ich weiß nicht, ich habe 20 Euro von einem Bauernhof bekommen und dann muss ich damit erst so wieder klarkommen. So, und das ist nicht, dass ich dann sage, ich fahre mal jeden Tag 400 Kilometer, natürlich nicht. Das kenne ich auch. Also ich bin tatsächlich auch sehr dankbar manchmal darüber, dass ich halt ohne Geld gestartet bin und es auch immer noch sehr, sehr schwierig ist bei mir. Aber dazu gezwungen bin, oft auf Leute zuzugehen, was zu erleben und auch mal eine Einladung anzunehmen, wo man echt drüber nachdenkt, ja, eigentlich bin ich das von Natur aus nicht so, dass ich mich überall so durchschnorre, wie man das gerne so sagt. Geben aber und nehmen. Man muss auch mal nehmen, um danach gut geben zu können. Das ist jetzt der Fall. Also genau. Am Anfang, ich habe nur genommen, weiß es aber auch krass zu schätzen. Also es ist nicht, dass ich einfach denke, oh, gib mir alle. Ja. Ich habe dafür ja auch was gegeben. Ich habe ja mit den Kindern gespielt von den Familien. Ich habe auf dem Hof gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass es einfach irgendwo herkam. Und heute habe ich halt auch die Möglichkeit, wenn ich auf einem Hof bin, die Leute einfach mal einzuladen zu einem Essen und zu sagen, ja, ey, geil. Halt geil. Oder wenn die Leute gar kein Geld haben, dass ich denen auch mal ein bisschen was gebe. Und jetzt wandelt sich das langsam, wo man sich denkt, oh, es ist geil einfach, es ist so schön. Das glaube ich. Also für mich, ich hoffe, dass ich auch irgendwann an diesen Punkt komme, dass ich da so gut von leben kann. Wie machst du das heute? Also wie verdienst du, wie kommst du durch, so wie ich damals oder wie ist bei dir? Tatsächlich. Eigentlich ist ganz oft, ich reise jetzt auch in Etappen. Mhm. Am Anfang auch die Idee gehabt, mach so eine Weltreise, fahr los, komm irgendwann wieder. Hab dann gemerkt, okay, nee, das funktioniert für mich gar nicht. Ja. Nicht nur finanziell nicht, sondern ich war selbstständig in der Veranstaltungsbranche vorher und habe immer die Chance, mal für ein paar Wochen zurückzukommen und hier auch zu arbeiten, wieder ein bisschen was zu verdienen und weiterzufahren. Ja. Meist sind das maximal 2 Wochen und dann geht's wieder los. Ja. Bin ich wieder 3-4 Monate unterwegs, hab nach 3 Wochen schon wieder kein Geld mehr, aber ist egal, es geht trotzdem immer weiter. Das ist halt auch schön, dass man keine Ahnung, man entwickelt sich ja in unterschiedliche Richtungen weiter. Man <Peace bro. lacht> und geht da irgendwie seinen Weg. Und für die einen ist es der Weg, einfach die ganze Zeit unterwegs zu sein. Für andere ist es den Weg, vielleicht auch einfach ein Jahr lang zu arbeiten und dann auch nur 2-3 Monate unterwegs zu sein. Und das ist ja cool, dass man einfach von verschiedenen Seiten sieht, ey, es geht auf jeden Fall, reisen zu gehen und man muss dafür nicht Tausende von Euros auf dem Konto haben. Ganz genau das versuche ich halt auch immer zu vermitteln. Und ich finde es beeindruckend, bei dir ist es mittlerweile finanziell besser geworden als am Anfang, definitiv. Ja. Aber ich finde es beeindruckend, wie du immer noch unterwegs bist. Du bist so dabei geblieben eigentlich. Du rennst immer noch in der Hängematte. Das ist so witzig, so viele Leute. Ja, jetzt verdienst du ja, ist ja offensichtlich, wenn man ein Buch schreibt. Wenn man, natürlich. Es ist einfach langsam auch Geld dahinter und das weiß ich auch zu schätzen. Aber es ist so witzig, wie viele Leute immer sagen, ja, und jetzt hast du so viel Geld und jetzt schläfst du immer in Hotels, wenn Häuser im Hintergrund sind. Die so, ja, dann hältst du doch im Hotel. Ich so, nein, ich habe halt trotzdem meine Hängematte da so am Baumeln. Ja. Und wenn ich im Hotel schlafe, dann teile ich das auch mit. Aber es ist so, du hast Geld und die Leute gehen automatisch davon aus, jetzt muss es ausgeben. Aber ich liebe ja das Ranzleben. Es geht ja gar nicht genau um das Geld, sondern ich würde lieber dieses Ranzleben führen und dafür Geld bezahlen, als in einem Hotel. Im Hotel hast du keine Abenteuer, meiner Meinung nach. Bist dann am Handy, rufst deine Eltern an, muss auch mal sein. Das kannst du auch in der Hängematte baumeln und die anrufen, so, I don't know. Das ist eigentlich viel geiler, wenn du so unter der Palme liegst. Ich hatte das so, Video, ich glaube, was machst du gerade? Ich so, yo.
glaube, in Thailand war das, wo du an der einen Palme dann am Straßenrand eigentlich mit direktem Meer dahinter deine Hängematte aufgehängt hast. Total genial. Aber auch immer wieder diese Szenen in der Hängematte, obwohl du ja auch ein ganz gutes Zelt hast. Ich habe tatsächlich das Gleiche. Echt? Ja. War so durch Empfehlung von dir. Also da klappt der Werbezweck auf jeden Fall. Ich bin mit dem Zelt total begeistert. Ja. Du baust es, habe ich das Gefühl, immer seltener auf und schläfst immer öfter in der Hängematte. Ja. Obwohl das Wetter schlecht ist oder... Muss ich aber egal. Sagen, nichts gegen Lone Rider, ich liebe Lone Rider, aber ich war so dumm und habe in Chile und Argentinien mein Zelt in die Dornen gestellt und dann war da ein Loch drin. Und als ich jetzt in Thailand war, sind mir so viele Spinnen reingekrabbelt. Das fand ich so widerlich, dass ich mir eine Hängematte geholt habe mit Netz, dass ich halt einfach tierfrei bleibe. Ja. Und dann habe ich aber in Thailand Lone Rider wieder besucht und jetzt habe ich wieder ein neues Zelt. Und jetzt kannst du vielleicht in den USA mal wieder ins Zelten gehen. Aber es stimmt schon, ich finde, muss ich auch ehrlich sagen, die Hängematte... Einfach, es geht noch mal schneller, du kannst die Sterne sehen, du baumelst da so vor dich hin, dein Rücken ist einfach, ich finde eine Hängematte ist gut für den Rücken, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist einfach so, ich liebe das Hängemattenleben und ich finde es auch cool, die Hängematte aufzubauen, dann da, es klingt so dumm, aber Bilder mit der Hängematte zu machen, ja. Also, keine Ahnung, ich bin aber alleine und dann habe ich mein Stativ, meine Kamera, mache mir Gedanken, was kann ich für Bilder machen und so und dann bin ich da, mache die Mucke an oder? Und mache Bilder von mir in der Hängematte und so, I don't know, ich fühle den Lifestyle, es klingt dumm, das aber total ist, geil. Ist es halt so für super, mich. Super, super sympathisch. Also, ich gucke halt auch deine Videos, das ist so deine Art und Weise. Ich meine, wir haben uns jetzt persönlich auch ohne Kamera mal kennengelernt so ein bisschen, auch in Berlin letztes Jahr. Und du bist, egal wer dabei ist, du bist einfach du selber. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das verlieren viele. Also das finde ich richtig gut. Ja. Das ist schön zu hören. Das ist nämlich, also es ist wirklich schön zu hören, weil das ist eine Sache, vor der ich voll Angst habe. Weil wenn man viele Menschen trifft, die in der Öffentlichkeit stehen, habe ich oft das Gefühl, dass diese sich irgendwann verlieren. Ja. Und ich hoffe sehr, dass ich bleibe. Nein, aber ich glaube, dass bei sowas tatsächlich auch eine Reise einfach ungemein hilft. Ich sehe ja hier in Deutschland vielleicht 2-3 Tage im Jahr, wie Leute das cool finden oder so. Aber wenn ich auf der Reise bin, dann sagt ein Bauer nicht, oh geil, du hast so 200.000 Insta-Abonnenten. Der denkt sich einfach eher, oh, das ist unangenehm. Das ist erwähne ich gar nicht, weil ich mir denke, der wird sich sowieso nur denken, wie so, was will die Alte jetzt mit ihren Followern? Das spielt einfach im Wahrnehmen keine Rolle, was du für eine Persönlichkeit im Internet bist. Und das ist cool, immer so auf dem Event zu sein und zu sehen, wie geile Leute einen supporten und die hierher kommen. Aber so nach 2-3 Tagen, wenn alle einem sagen, wie geil man ist, muss auch erst mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und merken, was für ein Schmutz man eigentlich ist. Da ist dann gut, dass es für dich jetzt ja tatsächlich, ich glaube, Montag schon wieder losgeht in den USA. Ja. Bin sehr, sehr gespannt drauf, was du da erleben wirst. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ist auch noch so mein Traum, irgendwo mal über den großen Teich. Ja. Naja, alles Gute dabei. Irgendwann, früher oder später. Es klappt auf jeden Fall noch. Also ich habe es dieses Jahr schon in den Balkan geschafft, habe eigentlich halb Europa erkundet und Dinge, mit denen ich nie gerechnet habe vor einem Jahr. Also, richtig schön. So soll das sein. Ja. Ah, mir wird gerade die Uhrzeit angezeigt. Ich muss gehen. Aber vielen, vielen Dank. Ja, und danke auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke. Danke für alles und tschüss. Das war doch, wie ich finde, ein schönes, kurzes Interview. Vielen Dank an Ann-Kathrin für die Möglichkeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Wünsche dir aktuell viel Spaß weiterhin in Norwegen. Und ja, verfolgt sie weiter, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Genauso wie Ann-Kathrin, alles hier unten verlinkt. Und ja, freue mich jetzt aufs nächste. Viel Spaß.